Haben Sie Ihrem Partner heute schon gesagt, dass Sie ihn lieben? Und wann haben Sie Ihre Eltern oder Kinder zum letzten Mal in den Arm genommen? Schon viel zu lange her, werden einige jetzt denken. Aber keine Sorge, morgen können Sie das alles nachholen. Beim Herzklopfen in Reutlingen gibt es jede Menge Gelegenheiten dazu. Sei es bei einem der vielen Mitmachspiele oder beim gemeinsamen Shoppen bei der verkaufslangen Nacht. Reutlingen gefällt mir. Denn ganz Reutlingen ist voller Liebe. Hier wird geküsst, was das Zeug hält, und geknuddelt, wer gerade vorbeikommt. Und ihren Höhepunkt erreichen die Frühlingsgefühle dann morgen Abend. Man kann shoppen, man kann mitmachen, man kann sich einfach nur umschauen, man kann die Gegend genießen, in der man in der Chill-Out-Zone oder eben in der tollen Zone Kuschelzone, die Kuschelmeile ist nämlich Katrinmeile, da gibt es sogar einen Film zu sehen, also es lohnt sich rundum. Denn auch die Reutlinger Gastronomie zeigt Herz an diesem Abend und lädt ihre Gäste zum gemeinsamen Schlemmen ein. Und die Atmosphäre einer lauen Mainacht soll dann ihr Übriges tun, damit Menschen zueinander finden, sich neu verlieben oder die Liebe wieder ein wenig aufgefrischt wird. Das vielfältige Programm richtet sich jedenfalls an alle. An junge verliebte Paare, an bewährte verliebte Paare, aber natürlich auch an das Kind, das an seine Mutter denkt, weil am nächsten Tag Muttertag ist, weil man sich einfach gern hat und mit Freunden in die Stadt kommt. Also jegliche Art von Zuneigung. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, vor der RTF1-Kamera Muttertagsgrüße loszuwerden. Man kann sich gemeinsam scheckig lachen beim Auftritt der Kecheles oder sich von einer der zahlreichen Tanz- und Musikdarbietungen, etwa mit Danielle Ibera, mitreißen lassen. Wir haben da Top-Moderatoren von RTF mit dabei und die führen uns durch den gesamten Abend. Und da sind natürlich viele Überraschungsspiele mit dabei. Und mitmachen ist ja das, was auch so richtig schön viel Spaß macht. Und deswegen haben wir gesagt, da rufen wir die Leute auf und jeder kann mitmachen, der Lust hat dazu. Die Chance zu einer solchen Liebeserklärung an die Mama, den Partner oder den besten Freund gibt so schnell sicherlich nicht wieder. Drum seien Sie mutig und seien Sie morgen mit dabei.